und durch diese Sachen dann natürlich auch Erfolg haben. Naja, sie haben ja, die ganze Zeit, also hier in Berlin Maas sind sie natürlich hinter den Radiknower Füchsen und TSC Berlin, die natürlich immer noch ein bisschen weiter vorne sind, aber und Spandau jetzt, aber grundsätzlich. So, Anna Pöschel mit der Parade und dem Konterpass auf Tini Schröder. Ja, sie hat den Ball. Jetzt wieder ein Wechsel auf Schweriner Seite. Kerstin Ferkel zurück auf dem Spielfeld. Super, und das macht sich sofort bezahlt. Mit einem schönen Doppelpass auf Marie Kintscher, die zum 23:19 erhöht. Und im prompten Gegenzug die Nummer 33, Denise Brandes, zum 23:20. Das ist ein offener Schlagabtausch hier. Fehlt nur noch so das richtige kleine Quäntchen Glück, um richtig ranzukommen. Ja, das muss natürlich eine 2-Minuten-Strafe geben. Das hat sie wahrscheinlich auch selber gewusst. War gleich auf dem Weg zur Bank. Und das war natürlich auch eine gewollte Aktion von Kerstin Ferkel. Wollte ins 1-1 gehen. Und zieht damit die 2-Minuten-Strafe und den 7 Meter für Schwerin. Und Wendy Künzel hat da kein Glück, trifft den Pfosten. Hat eine zweite Möglichkeit, verzieht, bekommt aber dafür noch den 9 Meter. Angezeigt, leichtes Schieben durch die Gegenspielerin. Kalle Plötz ist nicht so begeistert von der Aktion eben. Nee, das war eine Entscheidung, die, naja, nicht so glücklich war. Sag ruhig, was du sagen möchtest. Ja, beschissen. Aber Schwerin, habe ich so das Gefühl, kommt mit der offensiven Deckung nicht klar. Ja, die Nummer 9 da vorne weggenommen wird so ein bisschen. Ja, mit der Spielfluss. Ja, der Denker und Lenker, ne? Ja, ja. Und, sie hat ja bis und der Vollstrecker, nicht? Ja, 4, 5 Tore hat sie jetzt schon. Und klar, wenn man so einen Spieler rausnimmt, das sieht man bei jeder Mannschaft, dann wird es schwieriger. Da muss man sich darauf einstellen, muss man sich mal ausdenken als Trainer. Und die Mannschaft ist natürlich dann auch gefordert. Ah. Jetzt eben gerade wechselte der Ball, glaube ich, 2, 3 Mal die Seiten. Berlin aber im Ballbesitz. Jetzt Wendy Künzel auf Kerstin Ferkel, die auf Jule Kluth, die verwandelt sicher den Konter. Schwerin wieder auf 4 Tore weg, 24:20. Was mir auffällt, eure Rückraummitte, die Nummer 2. Ja. Die Ilka Wiesner ist unheimlich klein, aber unheimlich schnell und drahtig. Ja, ja. Und hat sogar, man sagt immer, den Arsch in der Hose, bei 9 Meter hochzusteigen und aus dem Rückraum auch mal zu feuern. Hat sie in der ersten Halbzeit 2-mal gemacht und 2-mal erfolgreich gewesen. Naja, ist aber konstant keine Rückraumschützin, da sie viel zu klein ist. Ja! Naja. Susanne Rutscho verkürzt. Wieder auf 3 zum 21:24. Jetzt macht Tini Schröder es auch von außen her besser. Geht den langen Weg oben in die lange Ecke. Nicht zu erreichen für Ina Stuwe, Entschuldigung. Und Ballverlust wird ausgenutzt durch Marie Kintscher, eingeleitet durch den Konterpass von Wendy Künzel und Schwerin erhöht zum 26:21. Da ist der kleine sichere Vorsprung, Rückstand von 3 schon wieder auf 4-5 angestiegen. Naja, die Deckung ist der große Manko.
Die steigen oft viel zu viel 1 gegen 1 aus und das ist schlecht. Dann ist der Nebenmann frei und der Ball wird dann weitergespielt und dann kommen die Tore. Ja. Das heißt, dir fehlt noch so ein bisschen das Miteinander in der Abwehr. Ja, das ist schon richtig. Naja, da sind einige zu schwach im 1 gegen 1 spielen. Ja, Susanne Rutschow vom Kreis erfolgreich eben zum 26-22. Marie Kinscher zum 10. Mal heute erfolgreich, das 27-22. Kurze Unterbrechung, Zeit angehalten. Leichter Schlag auf den Solarplexus, ist immer unangenehm. Vorher ein Schrittfehler, dadurch die Aktion nicht erfolgreich vom Schiedsrichter benotet, aber auch wieder gut gelöst. Geht unheimlich viel über den Kreis jetzt hier in der zweiten Halbzeit bei Berlin. Ist das das probate Mittel? An sich schon, da ja der Rückraum von der Rückraumposition ja nicht ein Tor gefallen ist, richtig. Kein Schütze da ist, bleibt ja nicht anders übrig, als dass sie das hier aus der zweiten Reihe aus dem Kreis machen. Das machen sie aber gut. Haben jetzt natürlich kein Glück, Anna Pöschel. Mit der nächsten Parade und wieder dem schön eingeleiteten Konter. Der Ball kommt an. Kalle Plött schüttelt den Kopf. Wahrscheinlich die Frage, wie kann dieser Pass ankommen, oder? Richtig. Wenn man dort am Kreis verschießt, muss der Rückraum ja hier hinten mal absichern. Das machen sie ja schon nicht. Haben sie in der ersten Halbzeit schon nicht gemacht, ja, wie ich es so gesehen habe. Und dadurch bleibt es natürlich nicht aus. Die Tore der ersten Halbzeit, die rennen wir jetzt im Grunde genommen hinterher. Das ist richtig, ja. Marie Kinscher natürlich zum 28-22. Technischer Fehler. Und wieder versucht Schwerin das über die schnelle Bewegung nach vorne. Wechsel auf Schweriner Seite, Joda Wenk zurück. Jule Kluth bekommt eine Erholungspause. Und Antje Thormann muss sie heute so ein bisschen im Rückraum zeigen. Durch die kurz gezogene Deckung auf Wendy Künzel. Kerstin Felgel mit wenig Wurfglück heute. Ja, natürlich. Muss über außen schnell weitergespielt werden. Das ist ein probates Mittel. Wird zu wenig genutzt. Das war eben, jetzt muss ich gucken, Deike Heeren wieder. Die verkürzt zum 28-23. Aber prompt im Gegentor. Gleich Tini Schröder wieder aus. Im 1-1. Erhöht
auf 29. Da hat sie sich verletzt, da hat sie sich verletzt. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert bei Ilka Wiesner. Ist sehr unsanft aufgekommen, ohne Absicht. Kalle Plötz, jetzt muss ich dich mal fragen, ist er immer so zu seinen Mädels? An sich nicht unbedingt, aber nun ist es natürlich auch ein eigenes Spiel und die spielen natürlich nicht das, was er erwartet und was auch abgesprochen war wohl, so einige Sachen. Und der Einsatz lässt natürlich bei einigen Situationen auch zu wünschen übrig. Hinten gehen sie zwischendurch nicht richtig zur Sache, wenn man vorne sieht, Schwerin fast anders zu. Ja. Zum Beispiel diese Situation hier eben. Die war mit Sicherheit Freistoß wert. Ja. Ohne Zweifel. Aber ist nicht gepfiffen worden. Schiedsrichter würden einiges durchlassen. Könnte man auch etwas anders zufassen. Leider machen sie das nicht. Und das bemängelt er natürlich zu Recht. Ja. Ja, Ilka Wiesner steht wieder. Leichte Schmerzen am Ischias oder am Popo. Aber es scheint zu gehen. Noch 7 Minuten zu spielen. Sechs Tore Rückstand. 5 Tore Rückstand. Da Denise Brandes. Na, da muss ich dich korrigieren. Das war, glaube ich, jetzt ihr 3. Wurf aus dem Rückraum, der auch gesessen hat. In der ersten Halbzeit hatte sie etwas weniger Glück. Da hat sie öfter das Metall kaputt geschossen, als das Netz kaputt gemacht. Also sie war schon dreimal auf jeden Fall von hinten erfolgreich. Und Tini Schröder, so langsam hat sie es raus, wie sie die Ina Stuwe bekämpfen kann. Und erhöht ihr Torekonto auf mittlerweile 4. Und somit zum 30-24. Geht leider schon im Kreis auf der Linie. Sonst super rausgespielt, super erarbeitet die Situation, die Chance. Aber durch eine kleine Unaufmerksamkeit. Die jetzt auch hier wieder mit dem Gegentor ausgenutzt wird. Eine 2-Minuten-Strafe für die Nummer 44. Für Francesca Fehrmann. Und dem Tor durch Kerstin Felkel. Und Schwerin erhöht zum 31-24. 5 Minuten noch.